Hallöchen und willkommen bei, ich hätte beinahe gesagt Minecraft, nein, bei unserer Spielevorstellung von Force of Nature. Wir sollten uns einen Ofen basteln, der uns Erze brennen kann. Das werden wir auch gleich mal machen, sofern wir denn die Materialien haben. Ein Blast Furnace, genau. Da brauchen wir Steine und Sand. Okay, dann müssen wir das noch holen. Sand dürfte ja kein Problem sein, das haben wir hier zu Genüge. Und Steine bekommen wir auch. Das machen wir gleich und während ich am Farmen bin, werde ich euch halt noch ein bisschen was erzählen. Also, ich habe das Spiel schon ein bisschen länger angezockt und nicht dieses. Ich habe mir noch eine Welt erstellt und habe da ein bisschen gespielt. Das Spiel macht Spaß, durchaus. Ist aber sehr, sehr langwierig mit der ganzen Farmerei. Also, das ist alles nicht so einfach. Also wer glaubt, dass er hier ruckzuck fertig wird und gegen die Monster kämpfen kann, der hat sich geschnitten. Man muss schon ein bisschen was dafür tun. Es ist also wirklich so, als wenn man auf einer einsamen Insel landet und ja, die ersten Werkzeuge halt, wie hier diesen Stock hat zum Graben. Das geht natürlich nicht so schnell, das dauert alles sehr lange. Und später hat man dann halt ein bisschen bessere Werkzeuge und dann geht es auch wieder etwas schneller. Man muss sich auch Rüstung später erstellen. Und ich glaube, ich werde das so machen, da das ja kein Let's Play ist, dass ich zwischendurch immer mal ein paar Sachen farmen gehe und ja, euch dann zeige, wenn wir Level ansteigen oder wenn ich denke, dass wir dem nächsten Level ansteigen werden oder wenn wir mal in neue Gebiete gehen, dann werde ich das aufnehmen. Ansonsten werde ich das halt alles ohne Aufnahme machen. Jetzt habe ich tierischen Kohldampf. Na, Kohldampf nicht, aber ich habe keine Kraft mehr. Haben wir denn jetzt Steine? Sollte reichen. Und das Teil würde ich gerne da vor dem Baum irgendwo hinstellen. 15 Steine. Ich gucke nie darauf, wie viel Steine oder Zeug ich überhaupt brauche. Das ist mein Fehler. Ihr seht schon, man verliert sehr schnell an Ausdauer oder Kraft oder wie auch immer. Man muss sehr viel essen. Und ich habe festgestellt, dass das wirklich das Wichtigste an dem Spiel überhaupt ist, dass man jede Menge Essen hat, was einem die Kraft wiedergibt und auch das Leben heilt. Und dann schafft man auch jede Menge. Jetzt kann ich nicht mehr laufen. Ihr seht schon, bin ganz langsam geworden. 15 habe ich jetzt, ja. Also, wie gesagt, es geht nicht schnell voran. Das ist aber, kann man gut mal so nebenbei spielen, wenn man Langeweile hat oder so. Dann kann man das ganz gut mal spielen. So, den drehen wir mal ein bisschen. Ja, den stellen wir hier hin. Und dann müssen wir Kohle herstellen. Und habe ich hier noch Glowing Ember drin? Ja, ja, das reicht noch. So, jetzt muss ich noch mal ein bisschen was essen. Wir müssen uns jetzt mal irgendwie ein paar Bäumchen fällen. Ich brauche demnächst nämlich Holz. Und da nehme ich am Anfang hier ganz gerne mal die Palmen, weil da bekommen wir Kokosnüsse und Bananen. Das gibt uns halt Kraft wieder. Das ist ganz praktisch. Das hat man bei den anderen Bäumen nicht. Da fallen halt keine Früchte runter. Und so schafft man also wesentlich mehr. Man muss wirklich immer fleißig essen zwischendurch. Ihr könnt auch essen und arbeiten gleichzeitig. Das ist hier kein Problem. Das macht der ganz automatisch. Der hat die Stulle schon in der Gusche und ist automatisch, während er hier den Baum fällt. Ja, so sind Spiele halt. Ja, so bekommen wir genug Bananen und Kokosnüsse. Die stellen halt die Ausdauer wieder her. Und dann können wir fleißig hier auf den Bäumen rumdreschen. Holz werden wir noch genug brauchen. Und auch von dem anderen Kram. Ja, also wie gesagt, das Spiel ist ja langwierig. Ich habe festgestellt, so richtig Spaß macht es eigentlich erst so ab Level 7.
Es ist vorher sehr, sehr anstrengend. Man muss später noch ein, ja, ich sag mal, ein Kristall holen. Und das ist nicht sehr einfach. Wenn man genug zu essen dabei hat, dann geht es aber. Also wie gesagt, farmen, 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 farmen. Und immer schön die kleinen Goblin-Monster kloppen. Haben wir das überhaupt schon gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, ich glaube schon, denn ich habe ja schon Münzen, genau. So, jetzt ist unser Ofen hier fertig. Und hier können wir verschiedene Erze halt brennen. Auch Glas können wir machen. Später können wir hier noch Steine herstellen. So, jetzt hole ich mir erstmal den Glut. Und ich gucke mal, ob ich müsste eigentlich neue herstellen können. Die braucht man, wie gesagt, immer wieder. Das heißt, ich lege da immer wieder was nach, genau wie bei der Kohle hier. Da werde ich mir später auch noch einen zweiten Ofen besorgen. Denn einer wird nicht reichen. So, machen wir das erstmal so. Und dann können wir hier gleich, das haben wir ja gefarmt hier, das Eisen ist das. Ach so, ich brauche noch einen Melting Pot, genau. Und dafür brauche ich aber Clay, das weiß ich. Und den bekomme ich hier vorne. Ja, ja, das heißt schon wieder farmen. Ich glaube, da brauche ich 4 oder 5 Stück. Das weiß ich noch so. Das war jetzt nicht so wahnsinnig aufwendig. So. Und das muss ich aber hier drin machen. Das werde ich auch gleich mal abbrechen, wenn der eine durch ist. So. Und dann können wir uns hier einen Melting Pot, also so einen Schmelztiegel herstellen. Später auch hier die Krüge und Mörser und eine Schüssel ist das andere, genau. Das muss dann hier in diesen Tool-Slot gelegt werden, also in den Platz für die Werkzeuge. Und vorher läuft der Ofen nicht. Es ist, glaube ich, Nacht. Oder es wird Nacht und die Aufnahme wird mit Sicherheit wieder ziemlich dunkel. Ich werde hier auch gleich mal gucken, ob ich ein paar Fackeln hinstellen kann. Dann können wir ein bisschen was sehen, denn so 5 Minuten Aufnahmen... Weiß ich nicht. So, ich guck mal kurz. Decorations. Da ist eine Fackel. Und dann stellen wir die mal hier hin. Ich hoffe, ihr seht noch ein bisschen was. Ja. So, damit wir hier wenigstens an den Ofen kommen. So, solange ich die Fenster geöffnet habe und ich was erkläre, denke ich, ist es egal, ob das Bild jetzt dunkel ist oder nicht. Hoffe ich jedenfalls. Wenn es euch dolle stört, dann schreibt es in die Kommentare einfach rein. Dann breche ich die Aufnahme nachts halt ab. So, und jetzt werden wir unsere ersten Eisenbarren schmelzen. Jetzt fragt er nach dem Gegenstand und da klicken wir natürlich okay. Dann wandert das hier in den Platz rein und jetzt können wir unsere Eisenbarren schmelzen. Da schmelzen wir auch gleich mal alle. Und das dauert schon länger als andere Dinge. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Manche Dinge brauchen halt länger, bis sie fertig sind. Aber klar, so einen Barren einzuschmelzen ist, glaube ich, nicht so schnell machbar. Was ich festgestellt habe und eigentlich nicht so gut finde an dem Spiel, wenn man jetzt stirbt, wenn man auf Gegner eindrischt oder auch irgendwie anders, dann verliert man randommäßig also irgendwelche Sachen. Man verliert nicht sein ganzes Inventar, aber einige Sachen verliert man halt. Das wird dann auch aufgelistet in einem extra Fenster und das ist auch okay. Es darf auch ruhig so sein, aber was ich festgestellt habe und eigentlich nicht so gut finde, man kann hier einfach seine Sachen auf den Fußboden schmeißen, so wie ich das jetzt gerade mache. Zack, zack. Und die bleiben da für immer und ewig liegen. Also das heißt, wenn ich jetzt Gegner klatschen gehen möchte,
Dann schmeiße ich mein ganzes Zeug dahin. Und gehe los. Und wenn ich dann sterbe, verliere ich nichts. Nur das, was ich halt unterwegs eingesammelt habe. Wäre okay, aber im Grunde genommen braucht man sich dann eigentlich keine Kisten mehr craften. Also die Kisten wären eigentlich, wenn man es nicht gerade so mit der Ordnung hat, ja, sinnlos. Die könnte man sich dann halt sparen. Jetzt habe ich vergessen, hier das Ember wieder zu machen. Ja, jetzt habe ich meine Sachen natürlich auf den Boden geschmissen. Ja, das ist, also wie gesagt, wäre sinnlos irgendwie. So. Ja, da können wir nicht so viel machen. Wir brauchen halt Stickies dazu. Die holen wir uns dann auch noch. Jetzt schaue ich noch mal nach mit euch, was wir noch alles erledigen müssen. Ah ja, wir brauchen noch Münzen und zwar jede Menge. Das heißt, in der nächsten Folge gehen wir mal ein paar Gegner klatschen. Und ich denke, in der Zwischenzeit werde ich mir vielleicht ein bisschen was zu essen besorgen. Ich muss mal gucken, was ich noch so da habe. Freue mich aufs nächste Mal, wenn wir ein bisschen in die Welt tingeln und die Gegner einen Kopf kürzer machen. Uns die Tiere angucken. Hier gibt es natürlich auch Tiere, die man sich zähmen kann. Ich hoffe, wir begegnen welchen und freue mich, sage bis dahin, bye bye, eure Nizi.